Willkommen zurück zu Deus Ex. Und diesmal geht's in die Bäckerei. Allerdings habe ich das Spiel zwischendurch neu gestartet, so dass jetzt immerhin die Steuerung nicht mehr so spinnt. So, hier, Munition. Ja, das brauche ich nicht. Plasmagewehr habe ich leider auch nicht mehr. Ganz viel Seim. So. Ich glaube, jetzt ist auch klar, warum diese Bäckerei dieses Sicherheitssystem braucht. Weil die einen auf Bogenhandel machen. Ist hier noch ein Fenster? Nee. Ah, und ich habe mir natürlich die Dietriche gespart. Durch das Scheiben einschlagen. Ja, ist ja auch egal. Hattet ihr eigentlich irgendwas dabei? Ja, ein bisschen Schrot. Gerne, nehme ich gerne. Und ich sehe gerade, ich brauche Heilung. So. Außer der Bäckerei gibt es hier... was ist das? Ein schreckliches Kind. Ein Café, wie es aussieht. Ah, the Paris Nightlife. Have a taste of wine for me, JC. Nein, ich trinke kein Wein für dich. What would you like? Everything 10 credits. Boah, das ist ja... At least one cafe stayed open during the crackdown. Preistechnisch echt okay. We will never close, no matter what. Is there some kind of curfew? Not yet, but the police programmed the bots to shoot anyone who leaves his arrondissement after dark. I'm looking for a friend, Nicolette Duclair. A leader of Silhouette, a true patriot. Know where I might find her? Where the criminals and students go at night, La Porte de l'Enfer, just across the street. Thanks. This crackdown is the work of Majestic 12. You mean the European Union? They are a group of conspirators who have been seizing governments all over the world. I don't care what they call themselves. I have seen it since I was a girl, the plotting and scheming of corporations to make Europe into one big country with no separate languages, cultures, or tastes. It's more than Europe they plan to unify. Never mind. Ich fand es ja schön, wie sie so die Kriminellen und Studenten einfach so in einem Satz zusammengeschmissen hat. Als gäbe es da keinen Unterschied. He's our son. We can't have him murdering people from this Majestic 12. He's not a child anymore. This cult? At least he has a position. He's safe. Any organization with anonymous leadership. They might control Europe for decades. Michelle will have to survive somehow. I would rather he die with the rest of us. Joshua! I couldn't help overhearing about your son. The others, yes. Majestic 12. Whoever they are. When you have the use, you have everything. Joshua, be careful. You don't know this man. I will not hide under a rock. You have nothing to fear. I would like to see the end of Majestic 12 as much as you would. I was just surprised to find a Parisian who has heard the name. Well, my son, you know. I learned what I can about him. What else have you found out? You are one of the revolutionaries, huh? Maybe you can do something with this. Street Station 17 and Werewolf from a card in his wallet. I think it is the login for the guard shack up the street. What about Michelle? You'll get him killed! He was the one who wanted to be a soldier. That is what I know. Ganz schön zynisch, der Vater, aber irgendwie muss ich ihm recht geben. You've done enough. Go! Was sagt denn der Junge dazu? Bonjour, monsieur. First and in your heart, you are a father. How dare you let politics... I am a Frenchman. You have abandoned your own son. Perhaps I want to take the metro to see my mother, yes? Should I forget mother and my own freedom to travel so that Michelle can have a small salary? These are difficult times, I don't deny it. He and his new friends murdered the Loredan simply because the old man ran a journal. Next time, he will come to murder us. Papa forbids me to talk to strangers. Leave me alone. Ich bin doch kein Fremder. Mindestens ich kenne mich selbst. Ach nee, ich bin ja komplett geheilt. Guten Tag. If you have a request, talk to my assistant Raymond. He always seems to be looking for something to do. Das ist ja draußen, ne?
To-do. Eintrittskarten, Verabredung, neue CD kaufen, neues Konto. Oh, neues Konto. Ja, schade, dass ich die Kontoautomaten schon leergeräumt habe. Vielleicht hätte ich ja mehr gefunden. Ach, genau, da ist der. Bei dem war ich auch schon. Vielleicht hätte ich da ja mehr gefunden, wenn ich mit richtigen Kontodaten reingegangen wäre, statt mich reinzuhacken. Keine Ahnung. So, hier war ich auch schon. Ach ja, genau, da ist die Metro. Ich bin ja gerade wieder von da gekommen. Der ist grün. Hier geht's rein. Genau, das war die Bäckerei. Das da ist dann wohl Big Daddy Love oder was? Was steht da? Keine Ahnung. A digital media store. Don't waste your money in those places. You can get anything you want for 2 credits on the black market in Asia. Sehr schön. Genau wie heute. Aber erstmal speichern. Ah, da komme ich eh nicht durch. Sind die Polizisten jetzt böse auf mich? Irgendjemand ist böse auf mich? Ah, ein... So einer! Der ist nicht mehr böse auf mich. Ah, jetzt doch die Polizei. Verdammt! So, 50%. I hope you're not part of our dev here. Was? Greift der mich einfach an, die Sau. Ah, das ist der andere Club, in den ich rein soll. So, ah, Mist. Ich dachte eigentlich, die hätten immer so Biozellen dabei, diese Teile, diese Viecher. In dem Fall wohl leider nicht. Aber gut, jetzt wo die aus dem Weg geräumt sind, kann ich ja immerhin das hier tun. Und mich da reinsprengen. Ein Laden für digitale Medien. Schauen wir doch mal, was es hier so alles gibt. Mhm. Aha. Mhm. Guten Tag. Ich hätte gerne den goldenen C64. Naja, einen Kontoautomaten nehme ich natürlich auch gerne. PageNet. Ist das nicht Bob Page? Kommt es von dem, der Name? Könnte sein, ne? Ah, gut, obendrauf steht jetzt nichts. Ja, ansonsten hat es sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Eine Lamb für 94 Credits. Naja. Schauen wir mal. Also da muss ich nachher rein, da geht's auf jeden Fall weiter. Ich will mich aber auf jeden Fall nochmal komplett umschauen. Ich habe ja keine Ahnung, ob es danach sofort weitergeht. Außerdem soll es hier irgendwo noch das Wachhaus geben. Wenn das die 13 ist, könnte das hier die 15 sein und das da hinten vielleicht hier die 17? Schauen wir mal. Erstmal hier. Na, die sind zu. Schade. Vielleicht hier drin irgendwo. Wein, Soda. Aber die Türen, die sind alle vergittert. Schade, da komme ich nicht rein. Da ist auch nichts. Irgendwo muss doch... Ah, das da ist wahrscheinlich das Wachhäuschen. Hat das zufällig die Nummer 17? Hat das überhaupt eine Nummer? Ja, ist ja auch egal. So, jetzt hier mal zumachen, damit da keiner reinfällt. Ist ja gefährlich. Und, genau. Dann gibt's hier noch den Trichick. Oder war ich da? Ach nee, das sind auch nur verriegelte... Genau. Oder? Ja, ist nur verriegelt. Alles klar. Dann habe ich jetzt... keine andere Wahl mehr als... Moment, was wollte der Typ noch gleich von mir? Der eine meinte doch... Der im Hintereingang, der wollte doch irgendwas von mir. Genau, der da! Enough talk. I do not want to know about your business. Weiß nicht. Ach nee, hier war ja auch noch was. Mal 10. Sorry, all full tonight. Ah, ein Hotel. Don't need a room, but maybe you can help me find a member of the group Silhouette. Her name's Nicolette Duclair. No, I know nothing about that. Leave me alone. Okay, darf ich mich in deinen Computer reinhacken? Da hast du doch bestimmt nichts dagegen.
Guck mal hier, Page und Daedalus. Verdächtig. Sehr verdächtig. Never heard of anything called Silhouette. Not a good night to be on the street. Kein Geheimgang. Wasserspender. Ist noch wieder ein Ausgang. Es geht auf jeden Fall noch hoch, wie ich gerade sehe. Oh, und wen haben wir denn da? Hello. Ein Typen? You must be Renault. So? I heard you're looking to hire a thief. Ah, richtig. The baker at number 15 keeps sein. 100% pure. In one of the ovens. I already busted into that place. Same deal. 50 credits each vial. Let me think about it. Das klingt doch nach leicht verdientem Geld. Und ja, Drogen verkaufen und so ist nicht so toll. Das ist mir vollkommen bewusst, das ist vollkommen richtig. Aber ob das jetzt der Bäcker verkauft oder der Drogendealer hier? Be careful of those two. They are felons. I gathered. I am serious. Do not give them your name or where you live. Can I get you something to drink? Wine is 120, snacks are 5. Nein, danke. Heard of Nicolette Duclair? No, I'm sorry. Is she a guest of the hotel? A member of Silhouette. You want Club La Porte de l'Enfer. No revolutionaries here. Where's that? Number 13, I believe. Das wissen wir ja schon. Und, ich muss ja sagen, irgendwie ist mir das nicht ganz geheuer. My advice, get the room and wait for morning. Clear the streets. Hier allen Leuten so erzählen, wo ich hin will und wen ich suche. These flats go for about 5,000. Almost as bad as Hong Kong. So. New travel restrictions. Ach, verdammt. Ja, genau, die Bäckerei ist ja da vorne. Genau, das heißt, ich hole jetzt mal das sein. Die geben das. Das müssen 400 Gold sein. Ah ja, da kriege ich ja wieder einen Dietrich gleich zurück. Seim. Seim, 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 Seim. Nee, stimmt nicht. 300 Credits. Naja, egal. 300 Credits sind 300 Credits. Und wie gesagt, ob jetzt der Typ das vertickt oder der Bäcker. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied für die Drogenabhängigen. Come on. 50 Credits each vial. Excellent deal. I'll make the trade. Never mind the bartender. He is cool. Here. Take it. Good job. We must work together again when I find out where they will move the drop-off. I'll be out of town, but thanks for the cash. I like the soldiers everywhere. They make my business very profitable. Aha. Die Soldaten sind also wohl sein Abnehmer für die Drogen. So, und wie es sich in einem Hotel gehört, sind hier oben natürlich auch Zimmer. Ich speichere mal. Excusez-moi. Gibt's doch bestimmt irgendwas, oder? Ne? Nö, schade. Vielleicht irgendwo hier? Irgendeine Sonne. So eine Karre vielleicht, die man aufmachen kann. Na, sieht nicht so aus. Ich hätte ja gehofft, dass man dadurch vielleicht irgendwie zum Nachbarzimmer kommt. Vielleicht unter der Treppe? Nö, nö, nö. Nichts. Absolut nichts. Aber egal. Ich habe ja noch den Dietrich auf Reserve. Aber ich mache das hier ganz genauso zwergeselig. Spare ich einfach vorher und dann gucke ich rein. Und wenn es nichts Gescheites da drin gibt, naja, dann lade ich halt wieder. Komisches Buch. Ist nix. Oh, wow. Observe your motivations for breaking the arbitrary laws of every government. Do not miss your chance to be one of us and create the new world order. Okay, 100 Credits. Porte de l'Enfer.
Räum sein Konto ab. Schon wieder Kontodaten. Ist ja interessant. Man hat relativ lange hier keine Kontodaten mehr gefunden. Aber jetzt plötzlich gibt es wieder welche. Das war ja schon das zweite Mal. Hotelschlüssel, naja, war ja klar. War ja klar. Dass ich hier noch den Schlüssel finde und mir die Fick nicht richtig sparen kann. Naja, was soll's. Keep moving. Gut, das ist abgeliefert. Jetzt könnte ich natürlich nochmal mit dem Typen sprechen. Ah, das ist nicht der Hotelschlüssel. Gut, ich gehe jetzt noch nochmal eine Runde quatschen. Was gibt's eigentlich hier oben? Da wollte ich auch nochmal hin. 2 Dietriche, 60%, die Nummer 12. Okay. My job was cleaning up the streets. Na denn. Gut, dann waren das soweit alle Gebäude, bis auf die beiden Apartments. Die beiden Apartments. We have reports of terrorist activity. Häuser. Stay inside. Und, ja. Die werde ich mir dann. Wobei, na, ich glaube. Was soll's. Was soll's, ich gehe jetzt nochmal in eines von denen rein. Only a few businesses are open. Not much. Bloß in welches? Blau oder grün? Grün. Ich hoffe mal, der da unten sieht mich jetzt nicht. Hab ich gesehen? Ist grün. Alles gut. Grün ist gut. War noch grün? Immer noch grün. Und immer noch grün. Sehr gut. Hey! Waffenmodifikatoren. Sieht aus, als wäre hier irgendwie eine Bande oder so. Was braucht denn Präzision? Meine Pistole. Oder mein Snipergewehr? Mein Snipergewehr. Das wackelt so sehr rum. Das mag ich nicht. Und dann hätte ich hier noch einen Reichweitenmodifikator. Den würde ich gerne auf die Pistole packen. So, das hätte ich gerne wieder. Ja, mein Hund Star. Hi, Dietrich. Der gesunde Menschenverstand von Thomas Paine. Warum bellst du? Schon wieder ein Kontodatum. Wurfmesser. Credits! Yeah! Das ist sogar offen hier. Sehr geile Sache. Da werde ich mich nächstes Mal umschauen. Jetzt werde ich aber erstmal. Deckung! Schauen, was es hier so gibt. Sniper-Munition. Sniper-Munition. Plasma-Magazine. Ein Waffenmodifikator Laser. Kann ich das überhaupt noch irgendwo draufpacken? Ich hab doch schon. Oh, was soll ich mit dem. Nein! Das Atemgerät soll nicht direkt nach unten. Das soll. Oh. Wie das Spiel einfach nicht damit zurechtkommt, wenn man auf so kleinen Gegenständen draufsteht. Pistole. Das ist immer noch meine Hauptwaffe. Und einen Laser kriegt sie auch noch. So. Und wo ist jetzt mein Atemgerät? Da ist mein Atemgerät. Gut. So, jetzt aber. Ah, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.